Die soziale Marktwirtschaft war Deutschlands Garant für Wachstum und Wohlstand. Bekennen wir uns wieder zu dieser Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft. Stellen wir die Weichen zurück auf fairen Wettbewerb und einen schlanken Staat. So erreichen wir wieder ein Wirtschaftswunder 2.0. Wir Freie Demokraten fordern ein Entfesselungspaket für die deutsche Wirtschaft, in dem Maßnahmen zur Bürokratieentlastung gebündelt und vorangetrieben werden. Der stetig wachsende Bürokratiedschungel belastet die Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Unternehmen und bremst die wirtschaftliche Entwicklung aus. Zudem wollen wir das Gründen in Deutschland einfacher machen. Gründerinnen und Gründer sollen ihre Zeit in den Unternehmen und nicht in unzähligen Behördengängen investieren. Wir Freie Demokraten wollen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen von der Industrie über das Handwerk hin zum Handel auch in den ländlichen Regionen Perspektiven schaffen. Voraussetzung hierfür sind eine flächendeckend zukunftstaugliche digitale Infrastruktur, leistungsfähige Verkehrswege und ein starkes duales Bildungssystem. Wir Freie Demokraten wollen die Wirtschaft fördern und dafür auch im Steuerrecht gezielte Impulse setzen, indem wir Bürgerinnen und Bürger entlasten und den Unternehmen Perspektiven eröffnen und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen. Denn Deutschland nimmt bei der Steuerbelastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Unternehmen inzwischen einen weltweiten Spitzenplatz unter den Industrienationen ein. Das schadet dem Standort Deutschland und verhindert notwendige Investitionen. Insbesondere brauchen wir Freiheitszonen für Startups. Die jungen Unternehmen sollen die Chance bekommen, sich frei und ohne große Steuerlast entfalten zu können. Startups und junge Unternehmen sind die Versicherung für unsere positive Zukunft. Wir Freie Demokraten wollen den Zukunftsfonds zur Startup-Finanzierung deutlich ausbauen. Anstatt nur mehr staatliche Mittel bereitzustellen, wollen wir für privates Kapital die Investition in Wagniskapital attraktiver gestalten. Durch ein neues Venture Capital Gesetz und darin beinhaltet Steuerfreiheitszonen für Invest mit Wagniskapital wollen wir den Kapitalbedarf der Startups decken und die Anlageform attraktiver gestalten. Wir Freie Demokraten fordern für den Fall der Fälle bei Wirtschaftshilfen und Hilfen für Selbstständige in Zukunft besser gerüstet zu sein. Die Corona-Krise hat gezeigt, welche Instrumente es im Fall großer Krisen mit außergewöhnlichen Verhältnissen in der gesamten Wirtschaft und auf dem gesamten Arbeitsmarkt braucht. Für solche Fälle brauchen wir eine negative Gewinnsteuer, bei der Verluste aus dem aktuellen Jahr mit Gewinnen der Vorjahre verrechnet werden können. Und wir brauchen dann ebenso Hilfen für Selbstständige mit und ohne Angestellte, um einen ausreichenden Unternehmerlohn zu gewährleisten. Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland international zum Fürsprecher des regelbasierten Freihandels wird und den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen vorantreibt. Zusätzlich fordern wir die Reformierung der Welthandelsorganisation, nationale Alleingänge und Willkürzölle sowie neue nicht-tarifäre Handelshemmnisse lehnen wir ab. Wir setzen uns dafür ein, die Blockade der WTO-Streitbeilegung schnellstmöglich zu lösen.